So, da wären wir wieder. Und die Fehlermeldungen wegen den Tieren purzeln immer noch fleißig rein. Ich zoome mal ein bisschen. So ist mir zu klein und so ist mir schon fast zu groß. Aber gut, lassen wir es erstmal so. Also die Fehlermeldungen wegen den Tieren purzeln immer noch rein, obwohl wir inzwischen eigentlich genug Fallen produziert haben müssten. Nee, haben wir nicht. Unsere Carpenter haben irgendwie was Besseres zu tun. Guck mal ganz kurz, was die so... Oh, wir haben nur einen Carpenter. Und der hat noch Howling Jobs aktiviert. Ja, die nehme ich ihm erstmal weg. So. Schnell im Therapist gemacht. Und jetzt müsste er eigentlich gleich ankommen. Oh, was haben wir da? Eine Karawane. Eine Elfenkarawane. Sehr schön. Nur haben wir nicht wirklich viel Zeug produziert, oder? Ah, doch, da. Das müssten eigentlich alles Bins sein, voll mit Kinkerlitzchen. Gucken wir gleich mal. Wir hätten gerne Gerugon da. Wir hätten gerne... Wo sind die Crafts? Da. Oh ja, ganz viele Kisten. Sehr schön. Und Toys sind schon dabei. Und hier nochmal Instruments. Ihr mögt euch vielleicht wundern, warum hier manche schon ausgewählt waren, obwohl wir ja eigentlich noch keine Instruments bisher ausgewählt haben. Das kommt daher, dass Instrumente, Spielzeuge und Crafts alles in dieselben Container gepackt werden. Also die werden vermischt. Deswegen waren hier schon recht viele ausgewählt, weil als wir Crafts ausgewählt haben, wurden halt auch alle ausgewählt, wo teilweise auch Spielzeug mit drin war. Jetzt müssten wir aber eigentlich alle abgedeckt haben. Oh, und wir sollten noch bei Lord Gerugon Lowest Precision schalten, damit er nicht so viel zu tun hat. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir gleich ertauschen können. Wirklich viel von den Elfen brauchen wir ja nicht. Also können wir da Stoff mitnehmen, um das weiter zu verarbeiten. Aber sonst... Das mit den Tieren hat sich ja ein bisschen erledigt. Vorher war es ja eine gute Taktik von mir, einfach jede Tierart einmal in den Käfig zu sperren und alle Zwerge jemals einmal am Tag da vorbeizuschicken. Damit sie alle positive Gedanken bekommen. Aber jetzt, wo die Tiere verhungern, ist das nicht mehr ganz so einfach. Weil dann müssten wir einen Pasture draußen designieren, wo alle Tiere dann rein können und wo sie auch genug Gras bekommen. Aber draußen ist halt immer gefährlich. Wir könnten das da oben machen, auf dem Müllhaufen. Da wächst ja, glaube ich, inzwischen auch Gras. Ja, Dallas Gras wächst unter diesem Stockpile grau. Das wäre sogar echt gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Es müsste genug Gras sein für unsere Tiere. Aber dann meckern die Zwerge, dass es halt draußen ist und dass sie dann Sonnenlicht abbekommen und Regen und all so ein Zeug. Das mögen die ja gar nicht. Und da unsere Zwerge schon recht lange unterirdisch leben, könnte es sein, dass sie halt die Krankheit bekommen. Also die, ich weiß nicht, ich glaube Light Sickness heißt das. Das heißt, sobald sie dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, übergeben die sich oder ihnen wird einfach nur schlecht oder sie fliegen gleich wieder in die Dunkelheit. Da gibt es mehrere Stufen von. Könnten wir auch mal demnächst testen. So, aber erstmal tauschen wir mit den Elfen. Wir wollen kein Lehm. Wir wollen keine Flöten, keine Harfen, keine Puzzleboxes. Wir könnten Tiere kaufen zum Schlachten, aber wir haben eigentlich genug Essen, wenn ich das richtig sehe. Wir könnten Alkohol kaufen. Boah, das machen wir mal. Sonst kamen wir ja gar nichts mehr zum Tauschen bei denen. So, River Spirits, Cedar Barrel, Barrel. Rest brauchen wir nicht. Schuhe aus Holz können wir nicht wirklich gebrauchen. Das ist jetzt praktisch Stoff und Stoff und Stoff und Stoff. Das kann alles vertauscht werden. Ich vertausche jetzt auch mal nur Sachen, die wenig wert sind, damit wir beim nächsten Mal handeln mit den Elfen, mit den Zwergen oder den Menschen, ja, nicht so viel Zeit verbrauchen. Und wir sparen dadurch halt auch Platz, weil wir stellen mehr Sachen her, die nicht so gute Qualität haben oder nicht so viel wert sind. Das heißt, wenn wir das ganze Kleinzeug jetzt rausschmeißen, verbrauchen wir wesentlich weniger Kisten. Anstatt, dass wir jetzt nur 4, 5, 6 Sachen hier markieren und schon fertig sind. So, das können alles mit. Irgendwelche Totems. Ja, richtig, richtig billiges Zeug teilweise dazwischen. So, wie viel Profit hat er jetzt? Oh, nur 200. Das ist viel zu wenig. Mehr Zeug. Oh, ich muss unbedingt darauf achten, nicht aus Versehen zwischendurch irgendwas aus Holz zu haben.
Hier zum Beispiel Birken Crutch. Das hätte schon mal zum Krieg geführt. Also zumindest früher. Ich weiß nicht, wie aggressiv die Elfen jetzt sind, wenn man Holz mit ihnen tauscht. Bracelet, Earring, Earring, Earring. Alles okay. Earring, Earring. Ha. Oh, theoretisch könnte ich ja absichtlich einen Krieg mit den Elfen anfangen, um das Ganze mal ein bisschen interessanter zu gestalten. Weil die Goblins trauen sich ja irgendwie nicht. Ha. Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. So, aber erstmal handeln wir noch ganz normal mit denen. Nächstes Jahr vielleicht. Dann bieten wir ihnen erstmal irgendwas aus Holz an, das auch noch mit Holz behangen ist und mit Stacheln aus Holz irgendwie besetzt ist. Und wenn die dann nicht stinkig genug sind, überfallen wir die Karawane und das müsste dann auch schon reichen. So, er hat jetzt einen Profit von 1300. Wir könnten zwar noch mehr Stoff holen, aber irgendwie wird das langsam albern. Aber die ganzen Kräuter und Beeren nehmen wir noch mit. Ich habe übrigens inzwischen rausgefunden, dass die Zwerge wirklich einen Appetit entwickeln für andere Essensarten. Das heißt, eigentlich sollte man sich auf die 4 Grund-Alkoholsorten beschränken und auf 2-3 Fleischsorten und Fettsorten halt, dass man 3 Tiere hat und das dann immer zusammenmixt. Weil jetzt, da wir so viele fremde Tiere reingebracht haben, so viele fremde Fleischsorten und Alkoholsorten und so weiter, haben die Zwerge halt bestimmte Geschmäcker entwickelt, die wir jetzt auch erfüllen müssen, um halt die positiven Gedanken zu bekommen. Hätten wir von vornherein nur die Grund-Zwergen-Sachen benutzt, wäre es wesentlich einfacher, die jetzt zufriedenzustellen. Aber dafür ist es zu spät. Werde ich aber auf jeden Fall beim nächsten Fort drauf achten. So, alles wieder mit. So, wie war das? 50% reichen inzwischen bei Gerugon. Das müssten wir gleich haben. So, T. Very happy about the trading. Na gut. So, Broker weg. Das alles wieder zurück auf seinen Stockpile. So. Aber ja, die Elfen könnten vielleicht aber intelligent genug sein, um diese komische Zickzack-Falle hier durchzugehen, ohne getroffen zu werden. Das heißt, ich würde schon ganz gerne mit den Goblins erstmal testen. Kann man die Goblins irgendwie provozieren, dass sie schneller kommen? Oh, ich habe eine Idee, wie wir ganz leicht an Gegner rankommen. Wir gehen einfach hier hin auf den Rand der Karte und buddeln hier ganz tief runter. In der Hoffnung, dass wir irgendwann auf die Untergrundhöhlen stoßen. Wenn jetzt irgendwelche Viecher aus den Untergrundhöhlen raus wollen, dann können sie nur hier hinten raus und müssen dann durch unseren Haupteingang gehen. Das heißt, wir haben zwar keinen direkten Zugang zu dem Untergrund, aber die Viecher können rauskommen. Und so kriegen wir erstmal die Viecher in den Käfigen. Wir können gucken, wie unsere Verteidigungsanlagen funktionieren. Und wir können unsere Miliz trainieren. Denn die Viecher aus der ersten Kaverne, es gibt ja mehrere Ebenen, die sind gar nicht so stark. Das mache ich doch gleich mal. Gehen wir einfach mal hier hinten hin. Sagen jetzt einem Miner, hier eine Treppe runter. Stopp. Atme kurz durch, Gerugon. Und überleg, willst du das wirklich? Ich will einen Zugang zu dem Untergrund haben. Denn ich will irgendwann in meinem Fort drin diese Tower Caps anbauen. Das sind Pilze, die man wie Holz schlagen kann und verarbeiten kann. Das heißt, wir werden nicht mehr rausgehen müssen, um Holz zu verarbeiten. Was für einen Nachteil hat es? Wir kriegen jede Menge Kreaturen und teilweise auch Bestien aus dem Untergrund. Das ist aber nur eine Herausforderung. Und im Notfall können wir mal auch den Eingang verschließen. Ich designiere schon mal den Weg runter. Vielleicht fällt mir unterwegs noch irgendetwas ein, was dagegen spricht. Dagegen spricht, ist es eine Ungeduldsreaktion. Die sind meistens nicht gut. So, das müsste jetzt hoffentlich reichen. Wir sind 26 Ebenen weit unten. Und der erste Miner schon auf dem Weg, das auszubuddeln. Na gut, gucken wir mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir sterben und dann wissen wir, dass das keine gute Idee war. Und machen es nächstes Mal besser. Wir haben sowieso jetzt schon recht viel, was wir nächstes Mal besser machen können.
da ich ja die ganzen Sachen dazugelernt habe, wie zum Beispiel das mit den Fässern aus Stein und den Stockpiles, da könnte man den neuen, er läuft gleich wieder weg, ist hungrig, da könnte man das neue Fort gleich wesentlich effektiver gestalten. Aber er ist jetzt nur 4 Ebenen weit runter, das ist ja nicht wirklich viel. So, jede Menge Möbel sind fertig und der Stockpile ist voll. Das heißt, wir sollten die erstmal verbauen. Weil wenn Workshops zu sehr befüllt sind mit Gegenständen, dann arbeiten die auch langsamer. Das heißt, überall eine Tür hin, das sollte dann erstmal reichen. Das war kein guter Ort für eine Tür. So. Und Q auf die Tür und X weg. Und die Türen werden abtransportiert. Wirklich viel mehr Platz haben wir auch nicht. Aber wir haben noch die Stühle. Wir haben hier oben die ganzen Stühle noch gar nicht gesetzt. Das können wir mal ändern. So, so. Da. Und die Nestboxes können wir auch gleich setzen. Die wollten wir hier oben hin haben. Wo ist Nestbox? Ganz unten. Shift N. Kommt da mal eine hin. Da mal eine hin. Da. Da, und das reicht erstmal. Soweit, so gut. Was macht unser Zugang zur Hölle? Da wird fleißig runtergebuddelt. Nee, wird's nicht. Ah, doch, da. Neuer Befehl. Mal gucken, welcher unserer Zwerge da den Vorstoß wagen wird. Ah, wo bleibst du? Ich sehe gar keinen Zweck. Ah, doch, da. Ja, verklickt mich die ganze Zeit. Und es ist Swapto? Swatop? Wie heißt er? Swatoplock? Swatoplock? Irgendwie so. Gucken wir mal. Wenn wir Pech oder Glück haben, je nachdem, buddelt er auch genau an dem Zugang vorbei. Also die Kavernen sind ja nicht über die ganze Ebene verteilt, sondern das sind richtig so Höhlen im Gestein, die miteinander verbunden sind. Also wenn wir Pech haben, ist jetzt hier und da eine Höhlenblase. Und wir buddeln einfach dran vorbei. Das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Also das ist jetzt die Nachricht, dass wir in das Höhlensystem vorgedrungen sind. Ich drücke mal Enter und das Spiel ist schon pausiert für uns. Das ist gut. Das sieht sehr konfus aus. Und sehr schwer zu sichern, weil hier sind überall Gänge. Aber wo ist jetzt unser Zwerg durchgebrochen? Hier ist er gewesen. Eine Etage runter, das heißt hier, ich drücke mal K. Hier ist unsere Treppe. Und hier ist Luft. Und dann erst kommt der Boden. Das heißt, Kreaturen, die nicht fliegen können, kommen nicht hoch. Flieger jedoch haben jetzt unbegrenzten Zugang quasi zur Außenwelt. Hier ganz hoch. Und das war's. So, gucken wir uns dort mal ein bisschen um. Wir sehen nicht wirklich viel. Wir sehen halt nur das, was er gerade aufgedeckt hat. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass es recht viele enge Gänge sind, die fast das ganze Gebiet abdecken. Das heißt, wir hätten gar nicht dran vorbeibuddeln können. So, und den ganzen Bereich hier sehen wir noch nicht. Dafür müssten wir erst einen Zwerg hier runterschicken. Runterschicken können wir aber keine, weil wir halt keinen direkten Zugang haben. Das können wir jetzt aber mal ändern. Also, hier drunter war Luft. Aber hier können wir mal nach unten buddeln. Und da buddeln wir mal I, unten und oben. Und da buddeln wir nach oben. Das wäre dann also unser Zugang zum Höhlensystem. Kommt derselbe Zwerg jetzt nochmal oder schicken die extra einen anderen? So oder so können wir schon mal unsere Miliz aktivieren. Und einen Move-Befehl geben hier hin. So. Und dann werden die gleich da runterstürmen und alles Kleinvieh umbringen und das ganze Ding auch mal erforschen. Damit wir gucken können, wo wir bei uns in dem Fort noch runterbuddeln können. Und wie tief das ist und so weiter. Je nachdem können wir dann unser Fort ja auch weiter nach unten noch ausbauen oder halt nicht. Ich sehe immer noch kein blinkendes Etwas, also dass die Treppe da gebaut wird. Könnte auch sein, dass sie keinen Zugang haben.
Obwohl, eigentlich müsste sie bis zu dieser Ebene, bis da gehen können. Die ganzen Meldungen hier nerven langsam richtig. Need small trap. Ja, aber die haben wir doch schon längst. Oder? Nö, immer noch nicht. Brauche dafür vielleicht irgendeinen anderen Skill. Trapping zum Beispiel. Ich gebe jetzt mal einfach unserem Carpenter den Befehl Trapping. Oh oh. Und Corboned ist besessen. Das ist jetzt Mut Nummer 7, glaube ich. Mal gucken, was er braucht. Und er hat einen Clothier Shop besetzt. Das heißt, er stellt jetzt irgendein Kleidungsstück her. Das ist doch auch mal schick. Und er flitzt schon los, als wenn er alles hätte. Was noch viel besser ist. Der holt ja richtig viele Sachen. Stoff und Edelsteine und Leder und hast du nicht gesehen. Und Holz und noch mehr Leder und Metall? Okay, also er hat jetzt wohl alles beisammen. Ah, komisch. Na gut. Na, anscheinend kommen die Miner nicht hier ran. Entweder das oder sie haben zu viele andere Befehle. Ich buddel mal ganz kurz oder ich baue mal ganz kurz eine Upstairs dahin, wenn das geht. Geht nicht. Kann ich einen Boden dahin setzen? Nein, kann ich auch nicht. Kann ich das Ganze abbauen mit Remove Construction? N? Nee, kann ich nicht. Ah, das ist jetzt komisch. Ich hätte gerne eine Abtreppe nach da. Macht er nicht. Also ich dachte, man kann es entweder wenigstens abbauen oder überbauen. Aber man kann wohl weder das eine noch das andere. Probiere gerade mal ein bisschen rum. Aber nö, geht alles nicht. Gut, warten wir erstmal ab. Vielleicht kommt hier irgendwann doch noch ein Miner. Und in der Zwischenzeit können wir gucken, was der Besessene da so alles herstellt. Das war hier. Dauert ja normalerweise nicht allzu lange. Aber das ist ein super Cliffhanger. Stopp. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Muahahaha. Also bis gleich.